Willkommen zurück zu Tay. Heute mit, ihr seht's auf Top. Lars, der Einzige, der nicht angezeigt wird. Da ist er. Sören, Beckmann, Fabi und Andi. Wo bin ich? Im Forest Final bist du. Ja, ich spiele Forest Final, man hat's gerade gesagt. Und es gibt zwei Verräter, weil wir ab 6 Leute spielen. Wie gesagt, Detective ist aus. Erst ab 7 Leuten. Genau. Ansonsten nichts anderes. Außer es ein Update gab. Anders aussieht, aber nur leicht. Genau. Hallo? Mission Drop noch? Boah, genau. Ich kann den noch. Die Pitching Gun ist gefixt. Fast auch andere Sachen habe ich ausgetauscht. Für bessere Versionen für TDT2 und sonst nichts. Ey, Fabi? Mhm. Hast du gerade richtig hart geshoppt? Alter, hier da oben spannet an seinem Baum. Ja, ich lass dich mal machen, ne? Töte mich mal als letztes. Nimm den Fabi da vorne. Ich bin da Brand abgeworfen. Fabi ist es. Oder. Ey, Fabi. Kann doch jeder werfen. Hast du was für mich? Nee, ich hab aber gesehen, dass er abgeworfen hat. Hast du eine Jihad oder so? Warte, ich guck mal beim Job. Wo hab ich einen Sprinten hingelegt? Ich frag für einen Freund. Left. Nee, ist gerade nicht drin, sorry. Ah. Ja, ich lass dich mal machen, ne? Viel Spaß. Hallo Lars. Okay. Außerdem zufällig. Nein, ich möchte deinen Gnom nicht haben. Komm schon, ich schenke ihn dir hier. Ich möchte keinen Gnom. Ich möchte keinen Gnom. Ist das nicht der von Gabe? Hat Gabe einen Gnom? Ja, das ist so ein Easter Egg, glaube ich. Das ist vielleicht Portal. Das willst du gleich sehen. Oh, Alter. Richtig gefurzt. Der hat so richtig abgeschissen, der Sohn. Ah, hi, irgendwo. Falsch, hast du. Hat gerade einer einen Abgang gemacht? Ich glaube nicht. Okay. Sondern lebt noch und Anja hat da was reingeworfen. Ey Lars, bist du noch am Stüssel? Weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, es ist wirklich so ein Tod. Nee. Nee, der kam gerade noch entgegen. Kannst du eigentlich doch mit meiner Smoke Grenade erstickt? What the hell? Nein. Warum ist das explodiert? Ich war das nicht! Warum sind die Fässer in die Luft gegangen? Woher soll ich das wissen? Weil hier irgendwann random steht und schießt, auf mich gerade auch einen Schuss. Ja, aber ich war's nicht. Aha, Andi! Du bist ja Jumpscare gewesen, ey. Oh, wartet mal. Geht es hier auf der Map? Auf der Juggernog. Ja! Hey. Was geht auf der Map? Oh nein, ich weiß, Tobi, wo bist du? Hör auf zu fliegen! Verdammt! Irgendwas passiert! Es geht nicht mehr so an wie früher! Du musst dich hocken! Ah, das Hocken ist relevant. Ja, erst hocken, dann den Stein drunter und dann stellen. Alter, was zur Hölle? Dö, 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 dö. Oh Gott! Sollen wir Notschlachtungen betreiben, Tobi? Nein! Siehst du verletzt aus? Ich erlöse dich von deinen Qualen. Nein! Warte einen Moment, lass mich aimen. Andi! Tu es! Ja, ich ziehe schon, aber der läuft die ganze Zeit. Lars, was machst du mit der Leiche? Verschwinden oder so? Wessen Leiche ist denn das? Tobi! Hi! Fabi hat wirklich geschossen! Ich hab Fabi getötet, der war schon leer. Du sagst doch, als ihr gehört habt, die Mellow schon raus, ich war kurz bei der Venus Karma für dich! Naja, ich hab ja nicht dich getötet. Fabi war richtig am Shoppen, wie ich ihn da erwischt hab! Penner, Alter. Jetzt hab ich war gerade in der Option, ich hatte keine Zeit, zu viel zu reden. Ich muss meinen Sprinten umstellen. Penner, Alter. Ja, ganz kurz, ihr müsst das Sprinten nicht mehr umstellen, weil ich hab's immer noch auf Umschalt. Ich war gerade Trader und mir ist der Sprachchat nicht mehr aktiv. Also, wenn ich drück, passiert es. Ja, genau, aber ich muss es mir jetzt wieder zurücklegen auf Shift, weil ich hat's umgelegt. Also, das Chat ausmachen im Server-Files hat anscheinend echt was gebraucht. Ja, poppt dann aber der Dingsbums nicht mehr auf? Der Pop-up da? Nein, bei mir poppt zumindest nicht. Okay, dann erinnere ich auch mal kurz zurück, mal bitte nicht umbringen.
Aber da kann ich besser auf deinen Kopf zielen. Ey, Fabi, wie hast denn du dich gefühlt, als ich dich beim Shoppen erwischt hab? Sei einfach ehrlich. Ganz normal. Also das Fliegen ist ja tödlich, aber es ist extrem funny. Oh ja, ist besser. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ne? Ja, danke Backmann fürs Show wieder. Ja, auch kein Problem. Zombies. 50. Was ich an dem Map hasse, ist halt, dass du nie weißt. Ach, Backmann, ich hab's gesehen. Ich hab gar nichts gemacht. Eine HE geworfen hast du, natürlich hab's gesehen. Ich hab keine HE. Ja, deine Mutter hat keine HE. Ich hab keine HE. Du hattest gerade noch eine, jetzt nicht mehr, genau. Anni hat's gesagt. Anni, wolltest du gerade einen Baum fällen für Holz? Oh, der Baum ist aber auch ein Map-Secret. Der steht nämlich hier jetzt im Haus. Und vorher habt ihr den Wonders gefunden, ne? Was? Was, Lars? Der Gnome. Der ist dann ein Map-Secret. Ja. Der steht jetzt woanders. Ja. Sören Gruß da oben rum. Was ich an der Map halt hasse als Traitor, ist, dass du halt immer beobachtet werden kannst, weil Jan dauernd immer draußen laufen kann. Das siehst du halt teilweise. Musst halt vernünftig die Leute umschießen. Ja. Ich weiß, Skill-Issue bei dir, aber kriegst du schon hin. Skill-Issue. Ich hab den Schreien gehört. Ich hatte gerade nur 18 HP, halt, so als Hauptproblem. Ich betone nochmal meine Aussage. Ja, als ob du besser fliegen kannst und überlebst am Ende. Nö, ich kann's nicht, deshalb mach ich's ja auch nicht. Ja, also. Nee, ich seh nicht dein Break. Nein, niemand sieht mich. Ich muss kacken. Ja, Beckmann, hattest du gerade was anderes in der Hand? Das ist ja Quatsch. Ich meine, du hast gerade was in der Hand gehabt, was an Twitter war, aussah. Ich entferne mich schon, Beckmann. Das ist ja Quatsch. Wer lebt denn noch, Fabi? Da. Fabi habe ich vor kurzem irgendwo noch gesehen, glaube ich. Nee, Fabi ist safe. Ja, ich glaube auch. Beam. Anni, wolltest du mich beamen? Hilfe, ich werde. Boah, ich sehe nichts. Ich sehe wieder. Ja, was. Worte! Sätze! Du musst Sätze bilden! Anni! Er ist weg! Okay, Anni ist called. Das ist ja auch Rheuma-Krieg. Ja, da ist Fabi, Mann. Ich hab Anni getötet. Sehr gut. Ich wollte nur hören, ob du vielleicht irgendeine Waffe zückst, die Sound macht. Ja, ne. Also, da drin ja auf jeden Fall nicht. Ich würde ja jetzt mal so ein 10 auf Lars setzen, dass er der Trader ist. Ha. Okay, ja. Bin safe. Sehr gut. Ich höre Schrott. Bin ich. Tobi. Ey, Fabi, bist du noch am Stüssel? Ja. Okay. Was, Fabi? Wo ist Lars? Ich läuft mir gerade entgegen. Tut er das? Ah, ja. Ja, ich muss ja mal shoppen für dich, Beckmann, da oben. Willst du pitchen? Ja, würde ich nehmen, ne? Ja, ne, die kannst du da blocken mit der Kante. Das ist ja Quatsch, aber du kannst mit dir legen und ich töte jemanden für dich. Oh ja, das ist eine gute Idee. Warte, ich komme da hoch. Was ist... Tobi. Ich laufe mit dir mit, weil ich weiß, dass du vertrauenswürdig bist. Ja, das beruht immer mit dem Tarn noch zum Medium auf Gegner, aber ein, zwei Chancen gehabt. Aber wenn du mir eine Jihad legst, dann mach ich auch noch mehr. Oh ja. Jihad ist eine gute Idee, so. Hä, zieht Beckmann jetzt dafür aus, dass du Jihad legst, oder was? Warte, Leute, Beckmann, ich shop kurz. Alles klar, ich geh los. Danke. Na, ja. Da sitzt sie ja schon. Los, Beckmann, gib's ihn. Ich will so lange, wenn ich wirklich Lululul schön, Weil das wäre so eine Aktion, die würde ich Beckmann und Lars im Kombo schon zutrauen. Ja. Das habe ich früher voll oft gemacht, wirklich. Dass mir ein Traitor einfach eine Jihad gelegt habe und ich bin dann einfach reingerannt und war innocent. Zu so privat, oder? Ja, privat mache ich das auch regelmäßig. Da waren die Fässer. War eigentlich auch so traurig, dass Anni mich mit der Shotgun auf die Distanz auf die Hälfte runtergemacht hat und wir jetzt einfach nicht down gehen. Dein Ernst? Ist der weg drin? Bobby? Ja? Bist du in unserem Haus? Nö. Ein oder was? Yes, naja. Fabi, unser Haus wird angegriffen. Komm.
Ihr warte. Andi, ich geb dir noch. Beckmann? Okay, beide sind noch da. Beckmann ist still. Da ist Beckmann. Beckmann lebt noch. Der ist hinter dem Ausguck. Diese Pop-Ups da oben verwirren mich die ganze Zeit. Ich denke die ganze Zeit, okay, da hat jemand was gefunden. Da wurde was gemacht. Also ich weiß, wer der Traitor ist. Wer denn? Der hatte, ich kann auf jeden Fall sagen, der hat C4. Hast du es gesehen? Ja. Bei wem hast du es gesehen? Fragen über Fragen. Aha, aha. Man fährt gleich runter ins Tod. C4. Ich kann so viel sagen, er wollte es ans Rote Haus platzieren. Aha. Mhm. Man hat Inside-Infos. Mhm. dann. Probier ist es. Ja. Ja. Im Haus platziere ich erstmal zu viel für mich. Ja, glaube ich auch. Tür auf, wenn es einer tot ist, dann schieße ich auf den anderen. Na, okay, dann noch da. Beckmann. Mhm. Ich sehe Beckmann nicht mehr, ist nicht gut. So, komm mal mit, mein kleiner Freund. Wir machen jetzt eine Party. Hast du gerade Fabio umgebracht, Beckmann? Genau, ich hab gerade Fabio umgebracht. Dann ist es Lars, Beckmann, pass auf. Ach was. Ja, machst du halt nix, ne? Ja. Ja. Anu, das war auch sehr traurig, was wir da als Skill abgeliefert haben, ne? Ich hatte überhaupt gar keinen Backup-Plan und nix. Ich wusste auch nicht, wie die Waffe funktioniert. Ja, ich hab so einen Laserbeam auf... Du hast, glaube ich, den Rand des anderen getroffen gehabt. Und ich hab so einen Laserbeam. Ich sehe so nichts. Ich sehe nur so Rauch, weißt du? Ich sehe so Schrotpatronen auf mich auf 100 Meter hoch zu fliegen. Und dann halt ging's los. Ich bin halt auch nicht... Ja. Halt auch hast du einen C4 in der Hand? Nö. Was war denn das, was du da versucht hast zu platzieren? Wann und wo? Am roten Haus hinten dran. Ach so, kann sein, dass ich nur zeitweise eine Slam-Mine in der Hand hatte. Ah, aber die habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Aber, weil da gibt es auch 28 verschiedene Sorten von den Slam-Mines. Ja, die kannst du eigentlich einfach an eine Wand platzieren und wenn da einer dran vorbeiläuft, macht er Bumm. Ja, nee. Das war ein Fernzünder. Aber entweder haben die einen anderen Modus oder wir haben halt noch. Also, wir haben die auf jeden Fall zweimal im Shop. Ja, dann haben wir zwei, dass sie noch so einen Laser-Modus haben, wo die Trip-Mine quasi funktionieren. Ja, die sind cool. Oh. Oh Gott, Schluck auf. Tobi war wieder am Shoppen. Was? Ich laufe geradeaus. Was ist genau. Eigentlich? Wo hast du mich denn jetzt angeblich gesehen? Bist du gar nicht. Sören hat mir was auf den Hals gehetzt. Oh, und da hat jemand Mutter am Arsch. Oh Scheiße, wir sind ja auch weg! Lol. Der kam alle Innocents an. Ich. Oh shit! Er macht Berührungsschaden auf alle auch, also. Andi, du bist da hinten in der Sackgasse, wenn du da lang läufst. Sackgasse! Ja, das hab ich auch gesehen, danke. Alles klar, ich hab den Parasite, ich schieße in die Luft. Sören ist es auf jeden Fall. Ach was. Ja, Andi, nur weil du es sagst, heißt ja nicht, dass es auch mal schon stimmt. Ja, natürlich! Wieder nicht mit dem Sender auftragen! Hätte ja sein können, dass jemand anderes hinter dem Hintergrund stand. Das hast du nicht gesehen. Das geht natürlich halt alles. Für ein creepy Bastard, ehrlich. Das ist Motomoto. Was hast du gegen Motomoto? Ist einfach nur ein Flusspferd, jetzt beruhig dich mal. Ja, sag ich doch. Lol. Tobi liegt hier tot. Langsam dicke hier. Ja, okay, wahrscheinlich Lars. Fabi, bist du noch am Schlüssel? Ich bin noch direkt vor dir. Hi. Das war jetzt unangenehm für mich. Hm. Schon ein bisschen. Ja? Da hab ich mich ja mega erschreckt. Verstehe ich aber auch nicht, warum der direkt auf mich schießt, Kollege. Granaten werfen müssen wir auch noch üben. Das ist ja Quatsch. Was ist jetzt hier eigentlich Phase?
bin davon überzeugt. Wo ist dein Moto? Er ist weg oder tot. Aber he likes you. Nicht mehr. Er kann aber auch daran liegen, dass ich ihn mein halbes Magazin in die Fresse geschossen habe. Also ich will ja nichts sagen, ne? Da, also, wenn Fabi jetzt keinen Self-Report gemacht hat, ist es halt Lars, ne? Ja, dann versuch doch nochmal mich zu erschießen. Du Wichser! Wo bist du hin? Nee, das bist du nicht. Wo ist er? Oh! Oh, ich muss los! Oh nein, oh nein! Oh nein, oh nein, wir sind nur noch zwei! Wo ist er? Diese Musik, Alter, sie kommt näher! Sie kommt näher! Geh weg! Sehr gut! Ich habe vergessen, dass der Brain Parasite beim Ende von seiner Phase auch automatisch tötet. Und da war, ich denke, da habe ich wirklich was Normales gesagt als letztes, aber war, bin ich auch umgefallen. Ja, schade, ich habe Lars übersehen, der mir einfach in den Hinterkopf, glaube ich, geschossen hat, als ich kurz gezielt hatte. Naja, ich dachte so, oh ja, komm, machst du den mal weg, wartest du auf den nächsten. Aber warum bist du gestorben, Tobi, am Brain Parasite? Also, der muss dich doch eigentlich stören. Nee, das ist der andere, Lars. Den, ach so, ach, das ist nicht der Biohazard. Das ist der, der automatisch schießt, so. Und ich dachte mehr, als das macht er nicht. So, aber der bringt dich auch am Ende der Ablaufzeit halt um. Ach so. Ja, ich dachte mal, der Andi kann mal Moto kennenlernen. Moto. Likes you. Wäre schon echt heftig, wenn der einfach nicht aufhört, aber der ist ja wirklich Andi 3 Minuten näher gelaufen oder so. Ja, der ist halt killbar, ist er hinzu. Au. Absolut. Der hat ja auch irgendwie 200 Schuss MG da reingejagt, bis Motomoto keinen Bock mehr hatte. Naja, hätte ich das gewusst, hätte ich ihm geholfen. Was wie dann der Experiment mit iRig und Bluetooth? Ich dachte, den kann man nicht erschießen. Achtung, ich darf ein rotes Fass, bitte alle weggehen. Ich hab mich selber getroffen, war mir nicht geil. Wo ich vorher weg war, hä? König. Ach, Alter, dieses Vector-System manchmal. Es war nicht Explosionsfass, es war das Fass, was vor dem Explosionsfass stand. Das hat mich getroffen. Ja, muss man dran denken, wenn er mehrere steht. Aber Andi ist tot. Nein. Nicht. Nee, ich sehe Andi. Du bist verwundet. Hab ich doch gerade gesagt, Fabi, hör doch bitte zu. Weil das Fass mich getroffen hat. Scheiße, ja, ich war gemutet. Ey, war doch scheiße, ist das jetzt ein Cloak-Team halt? Steht der vor mir wer anders? Du schießt mir gleich ins Gesicht. Er hätte schon auf dich geschossen, wenn es irgendwie, ne? Ja. Ich meinte nur, ne? Die Experience war so ein bisschen Bluetooth-eilig, ne? So mit Moto. Nö, hier. Ziemlich. Andi, hier ist ein Beweisstück, falls du mal dich umdrehst. Wie du siehst, ist hier was passiert. Wir sollten. Also, Jungs, oh, Fabi macht wieder diese Taktik, dass er mir die ganze Zeit hinterherläuft. Das heißt, also entweder er denkt, ich bin Traitor oder er ist selber Traitor. Warte, ich. Kann das Spiel auch? Komm ich nochmal hier raus? Oh ja. Kannst du sie irgendwie drehen, dass es rausgeht? Hey, na? Bin ja eh so gut wie tot. Kann ich auch fliegen. City. Es passieren Dinge. Da passiert was. Dinge passieren. Als ob es nicht durch die Tür passt. Das wollte schießen. Oh. Mann, hey, Entwickler. Er wollte nicht gerade hier auf die Fässer haben, wo ich 2 Meter daneben stand. Wer war das? Okay, da ist jemand gestorben. Ich komme nicht mehr raus. Ich habe mich selber eingebaut. Geil. Scheiße. Ich bin gefunden. Die Frage, ob ja, das Lars war. Ah, lol. Die Frage. Man kann es einfach mit dem Magnetischen schieben. Wo hast du ihn denn gefunden? In der Nähe von dem roten Haus. Okay, das ist auf dem Weg dahin scheinbar. Okay, da war Lars, glaube ich, zeitlich nicht machbar. Also, er wurde aus dem Winkel der Toilette offensichtlich getötet. Okay, dann glaube ich nicht. Also wir können hier jetzt Forensik anwenden, das hilft. Ja, was? Warum sagst du nichts? Ich war zwischenzeitlich einmal. Ich keine Angst vor dir hab. Na, trotzdem was sagen. Tobi, warum hast du so viel Schaden? Das hat mit Angst zu tun.
Nochmal, ich habe einfach mein Explosionsfass geschossen. Da ist mir ein Fass entgegengekommen, was mich getroffen hat. Noch einer. Klettert man nochmal Leiter? Ja, 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 warte mal. Wer ist das da tot, Tobi? Fabi, der war da schon. Ah, da ist Fabi. Ah, ja, ach hier, ich habe ihn nicht gesehen, okay. Der war schon erkannt. Oh. Andi hat die Schocker wieder im Bauch stecken. Andi! Okay. Well. Ich glaube, er hat einen Millimeter nach zu weit rechts geschossen. Einmal hat er mich getroffen. Mit dem Schrot aber nur, also nicht direkt, sonst wäre ich tot, weil er war eigentlich auf Kopfhöhe. Okay, also Lars oder Beck. Warum bist du es nicht? Weil ich lesen kann. Das ist der Kollege da hinterm Baum, Mama. Also nicht Sören. Oh, okay, nehme ich hin. Teleport oder Cloaking Device? Bin ich einfach blind? Ja, ne? War eine Runde. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber auf einmal habe ich richtig einen Abgang gemacht. Du bist weggeigelt. Ja, aber was ist das für eine Scheiße? Ja, du musst halt volle Kanne einen damit treffen, sonst bringt die Wache halt gar nichts. Das ja, was ist das für ein Much? Ich hing in irgendwas drin, als du mich da beschossen hast. Ich kam nicht mehr in keine Richtung. Ich weiß nicht, ob das so ein scheiß Prop war oder so, aber ich hing da fest, hab einen 360 gemacht, bin ja raus. Aber ja, war dann zu spät. War nicht so gut. Warte, dass keiner in meine Bärenfalle reingelaufen ist. Und es hat euch so null gejuckt, dass ich Tobi einfach vor Lars weggemacht hab. Ja, doch, hat mich schon ein bisschen gejuckt. Deswegen habe ich ja gesagt, dass es nicht Sören ist, aber... Ja, ich wusste es ja auch, dass einer von euch ist. Und als ich doof war und Lars mich nicht erschossen hat, war ich mir relativ sicher, dass Beckmann ist, ja. Ist ja Quatsch. Aha! Aber was soll ich dazu sagen? Oh nein, ein Mörder! Beckmann ist es da oben. Ist ja Quatsch. Oh, ein Becken. Ja. Ein Mensch. Ist der da hochgekommen? Ja, wüsstest du jetzt gerne. Ja, das wüsste ich wirklich gerne. Wenn du dahin gehst, bist du tot. Vor allem, sie geht weggejietet halt ins Nichts. Beckmann, ne? Unabhängig davon, dass er Traitor ist, habe ich gesehen, dass du random auf die Fässer geschossen hast. Explosionsfähig, ich wollte die nur wegmachen, dass er daneben stand, war jetzt natürlich sehr unlucky für ihn. Du hast wirklich Glück, gerade kein Karma verloren. Ich glaube, die T2 trackt auch so Umgebungskills, sag ich mal. Scheiße! Oh, Scheiße! Ne, wieso sollte er Karma verlieren? Außer wenn er selber auch Traitor ist. Ne, wenn er war ja random auf die Fässer geschossen, so. Wenn Andi jetzt innocent gewesen wäre, hätte er Karma verloren. Ich habe random auf die Fässer geschossen. Welches Game soll denn tracken, dass es random war und nicht Absicht? Woher weißt du, Tobi, denn, dass es random war und nicht Absicht?
Ja, ich weiß. Ich sag ja, es ist Absicht. Ich hab doch nicht gesagt, es ist random. Es war ein Unfall. Eindeutig. Dann verliert er ja auch kein Karma. Ich hab gesagt, wenn du in die Ecke gehst, stirbst. Das war halt ziemlich unlucky. Oh, Andi, es tut mir leid. Oh, fuck. Ja, Sören, sieht schlecht für dich aus, ne? Mhm. Also, sitze hier und hab Verdauungsprobleme. Boah, nicht, dass da einer gleich eine reinschmeißt, das wäre ja richtig unlucky für dich. Aber eine andere Frage, trifft ihr's? Nee. Ah, oh, du Wichser! Tobi hat mir einen Weeping Angel an den Arschloch geklebt! Ja, dann guck dich mal lieber um, Beckmann. Machst du nix. Brauch ich nicht. Der Trailer Shop diesmal war echt absoluter Rotz. Der Random Kill. Oh. Andi in die Luft gesprengt. Ich hab nicht mal gewusst, dass da Sprengfässer sind. Dann schon, also. Jetzt weißt du's. Ja, ne? Oh. Tut mir leid. Ach, war schon. Ich konnte nicht widerstehen. Hast du eigentlich Augen wie so ein Fisch oder warum hast du aus dem Winkel gesehen, wenn du auf so guckst, dass ich auf dich geschossen hab? Weil ich weiß, dass du hinter mir warst und der Weeping Angel spawnt dahinter einem dann. Das stimmt tatsächlich nicht. Beckmann, in der einen Testrunde, also in der einen Runde, wo du nicht dabei warst, in dem vorletzten Freitag, wo wir TT gemacht haben, sind ja auch vor den Leuten gespawnt in der Luft und so. Also die sind nicht immer. Das ist interessant, aber niemand anderes war halt in der Umgebung. Und du bist halt instant weggerannt. Na, ja, also jetzt auf der Map irgendwie verdeckt bleiben klingt mir nie. Boah, das waren alle Granaten, die hier lagen. Oh ne, das war einer. Bring das mal auf K. Ja. Tobi, Fabi shoppt. Shop Fabi. Was machst du da? Disco-Beleuchtung. Wissen überhaupt? Ganz weit weg. Wahrscheinlich da oben. Das ist ja Quatsch. Tatsächlich nicht da. Ja, wo bin ich wohl? Keine Ahnung. Ach, ja, runtergehen, Fallschaden kriegen, das ist smart, Alter. Das ist ja... Eieieiei. Ich keine Ahnung, wo ich Wie so ein Beyblade! Ja. Beyblade, let it rip. Oh! Ich hab was im Auge. Oh, Scheiße. Er sprach, let it rip und teilte das Meer. Hat einer schon den AFK Fabi gefunden? Ja. Wo ist er? Ich hab ihn auch schon gemacht. Oh ja. Zeit. Wie geht's? Ich seh dieses auch so rumlaufen, ne? In diesem Forest hier, also ich... Ah ja. Ey Lars, wo bist denn du? Geht dich gar nichts an. Ja. Schon echt wild. Ah, er hat mich nicht gesehen, ich bin so gut getarnt, ey. Bundeswehr hat sich gelohnt. Ja, diesen mit Ghillie-Suit ist das echt schwierig manchmal, ne? Ja. Hast du Sören hier wegvertrieben oder was? Hast du ihm Spaß verdorben hier? Nee. Oh, ist das nah. Marilyn. Heilige Scheiße, was ist jetzt passiert? Marilyn Monroe. Da passiert was. Er hat einer meine komplette Inneneinrichtung zerlegt. Au! Sören ist tot. Ja, der wird von unterm Turm getötet beim Roten Haus. What the fuck, Alter? Er rennt oder so. Tobi schießt auch. Warum macht denn der sowas? Der kann auch, knall ihn ab. Ja, mach ich, glaube ich, gleich. Naja,
Hier geht's um Punkte, weißt du doch. Sören, hast du ja, den Punkt in meine Richtung zerlegt? Aber wo ist er? Sören? Sören ist tot, Rastus! Achso. Dann hat der ja tatsächlich die ganze in deine Richtung zerlegt. Warum macht denn der sowas? Tatsache, der ist ja wirklich tot. The killer's shadow using your detective skills to identify the last person they saw, Thompson, the killer or coincidence. Ah ja! Ist mega. Wo bist denn du, Tobi? Ich will gleich hören. Ist mega. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Oh nein, er hat die Pizza mit Gun. Ist mega. Du ist mega. Wo ist er? Lars, wo bist du? Jetzt weiß ich auch, warum Fabi so confident AFK. Du Wichser. Komm her. Guck mal, wo bist denn du? Ich hab ihn gemacht. Ich hätte aber gerne deine Gun. Naja. Ist mega. Ey, Lars? Ist mega. Ist das jetzt Lars oder was? Nein, du bist es. Halt's mal. Mach dir Augen zu. Ich wein dem Scheiß aus! Ja. Ist mega. Man kann auch als Traitor einfach AFK sein. Lebt der denn noch? Entschuldigung? Ja, bitte. Ey, das ist so eine neue spielerunfreundliche Drecksmap, ne? Komm, erschieß mich, ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Das geht mir gerade maximal auf die Eier. Bitte. Ich hab keinen Bock mehr. Ich sag, wie es ist. Guck in den Himmel, hier bin ich. Was? Wow. Wer hat mich denn dann angeschossen, wenn du da hinten bist? Ich dachte, du wärst das gewesen. Ist mega. Ist das ein Kein Bock mehr gehabt, ehrlich, ey. Wo bist du? Ich war hier gar nichts, Mann. Ständig werde ich von irgendwelchen Sachen angeschossen, durch die Gegend gewirbelt oder sonstigen Kram und ich sehe keine Sau. Das ist eine Scheiß-Map. Ich hoffe, du musst dir den Radar kaufen. Ah, Gott, ist das eine Scheiße. Ich war selten so tiltet, ehrlich, von einem Rotz. Was ist denn jetzt passiert? Sound Features. Tötet es! Was hast du getan? Ich hab nichts gemacht, wirklich nicht! Was hast du getan? Wessen Turm habe ich eigentlich da ins Gesicht bekommen? Meine, ich bin in den Turm, hab dich durch den Turm durchgebankt. Ich hab schon gesagt, ich krieg hier auf dieser Map gar nichts geschissen, weil ich die Map nicht mal ralle. Oh, das ist richtig scheiße. Ging wie von Fabi aus, genau. Ich meine, sie ist nicht schwer, aber. Ich gebe dir aber recht, ich finde die Map auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Klassiker hin, oder? Ja, die ist schon. Ist für neue Spieler maximal unfreundlich. Einfach maximal. Ich sehe auch die ganze Zeit keinen an, nee. Vor allem entsprechend vietnamesisch. Bergmann hat nur 26 HP, also wenn du ihn gefunden hättest, wäre er tot gewesen. True. Oh, Alter, der Death Screen sieht ja ganz anders aus. Also, ne, der. Leiche untersuchen. Ja. Geupdatet worden. Boah, Alter, ich check hier gar nicht gerade. Warum ist er. Okay. Anni, du lebst noch? Ja, ich hab ihn fast erschossen. Hab ich gehört. Bevor mir das wieder zum Verhängnis wird hier. Ich dachte schon, da springt jemand. Anni in die Luft, ich fass es nicht. Darfst doch nur du hören. Merke ich diese Hubschrauber. Ist das ein Feature der Map?
Bist du dir im Real Life gerade? Nee, glaube ich nicht. Warum liegt denn hier so ein Foto rum eigentlich, du da hinter den Bahngleisen? Du hast selber wild. Hat sogar Blut. Ich wundere, wenn der Tote kein Blut hätte. Besser als der Blutige kein Tod. Keiner wird eine Ahnung haben, wo ich bin. So wie dein Killer weg, Mann. Oscar-reif, ehrlich. Sehr gut. Ja, Leute, das war die Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.